Hi, ich grüße euch. Willkommen zurück bei Infection Free Zone. Und zwar, es gab ein Bugfix-Update. Heute ist bei mir der Samstag, also Samstag der 13. Und zwar wurde wohl ein bisschen was am Balancing gemacht. Also heißt, im Easy- und normalen Mode wurden wohl die Horden reduziert. Ich habe die Notes soweit auch durchgelesen, aber da stand jetzt nirgends, dass sich das nicht auch auf einen bestehenden Spielstand auswirkt. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Am Ende spielt es auch nicht so die Rolle, weil wir werden jetzt hier trotzdem erstmal weiterspielen. Herausforderung ist ja an sich auch nicht verkehrt. Aber die haben wohl auch was an der Performance gemacht und einige Gebäudekosten sollen wohl auch gesunken sein. Jetzt habe ich natürlich da nicht wirklich Zahlen im Kopf, dass man das vielleicht mal irgendwo kontrollieren könnte. Ja, auf jeden Fall war ich mal, ich habe mal geguckt, wo man eventuell so einen Umzug hinplanen kann. Es läuft auf jeden Fall etwas besser heute, muss ich sagen. Also es ruckelt immer noch manchmal, aber nicht mehr so wie gestern. Und zwar habe ich mir so überlegt, wir brauchen ja schon auch Platz und auch einige Gebäude. Und da das ja auch nicht alles eng an eng sein soll, habe ich so gedacht, dass man irgendwie mit einem... Ja, das hier ist sogar ein großes, ne? Ja, hier sind die nochmal unterteilt zum Beispiel, aber dass man... Sag mal, irgendwie in so einem Bereich hier anfängt, sich vielleicht vorne oder hinten so ein paar Ressourcen auch noch zusätzlich schafft, dass man da ein bisschen Platz vor allem auch schafft für Beete und so. Und dass man dann eventuell noch so einen zweiten Bereich mit dazu nimmt und dann hier so ein großes Quadrat irgendwie macht. Das ist so das, was ich mir gut vorstellen kann. Da hat man auch so ein bisschen Bezugspunkte, wenn man so die Zäune zieht und so weiter. Müssen wir dann mal schauen, wie sich das so ergibt. Vor allen Dingen müssen wir da auch erstmal trotz allem ein paar Vorkehrungen treffen müssen. Ordentlich Ressourcen sammeln. Ein bisschen was haben wir, aber das wird ja lange nicht reichen. Und dann sind wir das Problem auch los, weil dann sehen wir es nicht mehr, dass hier jetzt noch die ganze Zeit das andere, ja, Hauptquartier ist. Kann man das jetzt abreißen? Ich sehe es nicht. Nee, kann man das zweite, was danach gekommen ist, abreißen? Auch nicht, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Dann lassen wir das hier zurück, bauen ab, was wir abbauen können. Aber das machen wir erst am Ende. Wir würden dann immer mal wieder hochgehen und hier so ein bisschen, ja, ein Gebäude nach dem anderen, was wir unten schon haben, hier halt nochmal platzieren, dass wir so nach und nach umziehen können. Ich werde es zumindest versuchen. Dann hatten wir letzte Folge so einen kleinen scheiß Erpresser. Ich habe mich ja entschieden, nicht mit ihm zu verhandeln. Ich denke auch, dass das richtig war. Ich glaube, der hätte, die so oder so umgebracht, beziehungsweise wir hätten dann vielleicht nochmal Leute hingeschickt, ohne Waffen. Ja, irgendwie hat das für mich halt keinen Sinn gemacht. Ja, das ist so der Stand. Ach, und ich habe herausgefunden, wie man Waffen wechseln kann. Man muss hier drauf gehen, dann auf Austausch und wenn man dann Waffen im Lager, drückt man jetzt auf das Lager und dann kann ich die Waffe rüberziehen. Bisschen kompliziert. Wenn sie die gerade gefunden haben, ist es natürlich leicht, dann ziehst du es einfach rüber, ne? Aber so kann man mit dem Lager quasi interagieren und dort die Waffen rausziehen. Gut zu wissen. Ich würde da nämlich sogar etwas machen, weil hier haben wir zwei. Wir müssen mal gucken, dass wir das jetzt hier rüberziehen. Machen wir erstmal wieder zu. Dann nehmen wir den einen. Warte mal, das ist Squad 2. Das ist Squad 1. Nehmen wir jetzt Squad 1 erstmal. Dann nehmen wir hier einmal eine Pistole raus und tauschen die... Nein. Muss ich jetzt die Muni so auffüllen? Okay. Auch gut zu wissen. Aber was dieser Pfeil hier bedeutet, das weiß ich immer noch nicht. Können wir so auch einmal nachfüllen? Aber die sind, glaube ich, voll, oder? Wo steht es? Nö, das machen die von alleine, wie es so sieht. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Da haben wir wenigstens zwei Squad-Teams, wo jeweils einer ein Sturmgewehr hat. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Beziehungsweise ist es dann auch so, weil das wird ja schon auch ordentlich in die Munition gehen, dass dann nur einer eben sehr viel Munition verbraucht pro Squad-Team. Und wenn wir noch eine dritte
ein drittes Sturmgewehr bekommen, dann machen wir das mit dem anderen noch genauso. Dann haben wir dort erstmal jeweils ein mit dem Sturmgewehr. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt rein hier. So. Erstmal gucken, wir haben freie Leute zur Verfügung. Das heißt, wir gehen erstmal wieder hier drauf. Ihr müsst jetzt so viel sammeln, wie es geht. Und zwar am besten hier in der Nähe, dass ihr auch nicht so weite Wege habt. Ihr könnt mal hier die Bäume wegmachen. Dann, Quatsch hier. Gucken wir nochmal hier nach Autowracks oder so. Wobei, was ist denn hier? Das sieht mir irgendwie komisch aus. Hier sind Laternen, dann nehmen wir die doch erstmal. So, jetzt haben wir noch drei übrig. Ich glaube, Ziegel sind erstmal... Ja, ich glaube, Holz ist echt am wichtigsten, oder? Wir können das ja mal kurz austesten, wenn ich jetzt sage, wir wollen ein neues Hauptquartier hier oben drinne bei einem etwas größeren Gebäude. Sagen wir mal das. Ne, du brauchst dann von allen dreien immer gleich viel. Okay, gut zu wissen. Also doch auch noch Ziegel besorgen. Ne, vor allen Dingen Metall. Okay, okay, alles klar. Nochmal auf Metall bitte. Ich mach mal einfach den hier. Ist da irgendwo was? Hier ist noch ganz viel. Ja, wir machen das einfach jetzt mal so. Dann haben die erstmal zu tun. Und... Oh! Sehe ich jetzt erst. Die kommen ja genau in unsere Richtung. Welche von euch sind noch komplett gesund? Die mit den Pistolen. Ja, wir schicken die mal eben hier rüber. Wir machen mal weiter. Ihr beeilt euch bitte. Oh, warte mal, wir schicken die, glaube ich. Oh Gott, da kommen noch mehr. Geht mal schnell in das Gebäude, bitte. Ja. Und ihr kommt mal zurück und macht das von hier. Wir holen die mal hier rein, glaube ich. Ah, hoffentlich fällt der Turm jetzt nicht. Ja. Gut. Geschafft. So. Mal das hier kurz weg. Wie viel Schaden hat er bekommen? Na, ja, geht noch. Den reparieren wir natürlich selbstverständlich. Solange wir die Türme noch brauchen hier, werden die natürlich auch in Schuss gehalten. So. Ach so, und dann habe ich auch noch gelesen, du sollst wohl... Ich muss... Mir ist das ein bisschen zu laut. So. Du sollst wohl auch mehr Nahrung finden. Also ich finde, das war jetzt nicht unbedingt das Problem. Eher so die anderen Dinge, aber... Wir müssen uns hier nach und nach jetzt weiter was aufbauen. Das macht übel Laune. Wir gehen jetzt auch hier wieder mit einem Trupp los. Und zwar einer mit Sturmgewehr und am besten komplett gesund. Sind sie jetzt alle nicht? Naja, die. Drin da. Dann gehen wir wieder plündern. Fangen wir hier jetzt einfach an, dass wir hier nach und nach ein bisschen was wegarbeiten. Genau. Na, dann werden wir sehen, was heute noch so passiert wieder. Bin mal gespannt, ob wieder irgendwelche Verrückten uns erpressen wollen oder ob wir vielleicht auch noch ein paar neue Leute gewinnen können. Das wäre auch nicht schlecht. Dann hätten wir mehr Arbeiter. Das wäre sogar sehr gut, weil das dauert doch ziemlich lange. So, was finden wir denn? Nur zumindest müsste ja ein bisschen Essen dabei sein. Und in eigener Sache wieder, gerne einen Daumen geben, gerne abonnieren und kommentieren. Das wäre super, da wäre ich auch super dankbar. Und viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das nervt ja vielleicht auch den einen oder anderen sonst. So, einmal Dosen bis jetzt. Naja. Dosenfutter. Naja, besser als nichts. Wir brauchen auch Getreidesäcke, glaube ich. Sonst können die Beete hier nicht bestellen. Und die Felder bestellen hier. Das habe ich aber auch noch nicht so ganz raus. Aber auch da musst du halt ein bisschen hoffen, dass du sowas mal findest, ne? So, jetzt hier rein. Jetzt haben wir auch erstmal ein bisschen Ruhe. So, jetzt machen wir nur mal schnell Pause. Wir haben jetzt Tag.
Jetzt können wir ja die hier auch noch losschicken. Wir lassen aber ein Squad-Team immer als Backup sozusagen zurück als Schutz. So, die sind ein bisschen angeschlagen, aber ja, das muss jetzt mal gehen. Ich lasse es mal kurz ein bisschen schneller laufen. So, jetzt gehen wir wieder runter. Ja, jetzt haben die das letzte Metall hier unten wahrscheinlich aufgesammelt, ne? Ja, das war ja hier. Gut. Drei Arbeiter haben wir jetzt noch frei. Wir müssen mal das Gebäude hier noch abreißen. Das, was gibt denn das? Ja, immerhin 11 Ziegel. Her damit. Und die drei Arbeiter, das passt doch ganz genau. Ist doch super. So, was kommt jetzt? Ich kann ja mal ein bisschen rüberrücken, da könnt ihr mitlesen oder das auch selbst lesen, wie auch immer. Na Kumpel, deine Frequenzen sind nicht besonders gut gesichert, wusstest du das? Ich höre dir schon eine ganze Weile zu und mache mir Notizen. Sehr ausführliche Notizen. Ja, das ist schon wieder so das gleiche in Grün, glaube ich. Komm, wir schalten einfach erstmal um. Kein Bock auf den Typen. Der will uns bestimmt auch erpressen. Das ist schon wieder so eine zwielichtige Gestalt. Das hört man sofort. So, ihr seid fertig gewesen? Operator. Rein da. So, und die hier? Ja, jetzt finde ich schon wieder nur Essen. Das dauert noch ein bisschen. Bisschen Munition. Also muss ich sagen, Munition haben wir mittlerweile relativ gut. Benzin ist auch noch ganz gut vorhanden. Essen läuft eigentlich auch ganz gut. Ein Getreidesack haben wir noch. Keine Ahnung, wo der jetzt hergekommen ist. Also vom eigenen Feld selbstverständlich auch. Klar. Was ist da? Ich höre Schüsse. Ich meine, dass sie das brauchen, um wieder Felder anzulegen. Aber kann ich dann irgendwie beeinflussen, dass sie sich da ein paar Säcke aufheben? Ich glaube mal nicht. Aber eigentlich bräuchte man doch Samen und keine... Ach, wo war denn das hier? Feld. Bereitet das Feld vorne. Also zumindest... Wir brauchen Getreide. Aber es kann auch sein, dass die einfach kein Getreide in der Küche hatten. Das kann auch sein. Dann ist es vielleicht gar nicht so das Problem. Was habt ihr denn jetzt alles gefunden? Dreimal Futter und einmal bisschen Munition, okay. Oh, ihr seid auch schon voll. Es ist alles nicht unbedingt das, was wir eigentlich suchen, aber es schadet auch nicht, noch mehr Nahrung auf Vorrat zu haben. Und noch mehr Munition. Junge, du musst dich doch nicht mehr an irgendwelche Straßenregeln halten. Es läuft aber besser heute, muss ich sagen. So. Die laden das Zeug aus. Gehen die automatisch eigentlich wieder zurück? Nee, ne? Roger. So, machen wir weiter. Oh. Roger. Es dauert zwar länger, so ein großes Gebäude, aber müssen wir ja trotzdem auch mal rein. Und irgendwann wird da schon auch mal was Vernünftiges mit dabei sein. Es kann ja nicht sein, dass wir immer nur in kleinen Gebäuden irgendwie was Brauchbares finden. Wir gehen jetzt hier noch rein. Und ich lasse die auch immer extra so ein bisschen zusammen, dass sie sich im Notfall gegenseitig vielleicht ein bisschen unterstützen können. Weil wir werden auch die ganze Nacht jetzt hier durchsammeln. Weil so, wenn ich weiß, die haben zum Beispiel ein Sturmgewehr und die können sich gegenseitig helfen, dann ist das auch besser zu managen. So. Mal schauen, was hier rauskommt jetzt. Und sobald freie Arbeiter sind, was jetzt der Fall ist, würde ich auch einmal pausieren. Die Nacht ist zwar jetzt eh gleich angebrochen und die hören auf zu arbeiten. Aber ich möchte hier ordentlich was sammeln. Guck mal, das Holz ist nämlich schon wieder weg, glaube ich, ne? Das hatte ich doch hier. Ja. Ja, ihr macht hier einfach weiter. Da die Laterne. Ne, ist das eine Laterne? Ne, ich glaube nicht. So, weiter. Keine Zeit mehr verschwenden. So, Munition, okay. So langsam wäre es halt trotzdem geil, mal wieder eine Waffe, ein Werkzeug, irgendwie sowas zu finden. Und deswegen, ich will schon auch recht zügig dann versuchen umzuziehen, damit wir dann
auch Dinge selber herstellen können, ne? Sobald ich das Gefühl habe, wir können hier ein, zwei Gebäude erstmal schön bauen, machen wir das auch. Wir können uns ja schon mal kurz angucken, welches Gebäude könnte man denn schön als Hauptquartier irgendwie nehmen. Muss das eigentlich groß sein? In der Regel ja nicht. Was ist dort drinne? Eigentlich ist dort nur der Button, um einen Squad zu erstellen. Das zeigt dir den Lagerbestand an. Aber ja, und du hast halt auch noch Wohnraum. Der ist jetzt hier dann größer wahrscheinlich. 17 zu 10. Ja, weiß ich auch nicht. Wieso steht hier 11, 10? Sind wir schon einen drüber, dass einer auf dem Boden oder draußen schlafen muss? Das hier waren 42. 42. Ja, wir haben 53. Okay. Aber der Unterschied ist jetzt auch nicht groß, ne? Hier sind 17. Ja, da muss das Hauptquartier wirklich nicht besonders groß sein. Macht doch dann keinen Sinn. Was würde sich denn hier schön anbieten als Hauptquartier? Weil ich möchte schon auch, wenn Gebäude nicht unnötig viel Platz brauchen, möchte ich auch nicht unbedingt. Was haben die jetzt gemacht? Möchte ich auch nicht unbedingt zwangsläufig immer nur große Gebäude dafür benutzen. Beim Lager und so, klar, da brauchst du Platz. Die finden bis jetzt gar nichts, okay. So, die sind erstmal wieder kurz beschäftigt. Nein, was mache ich denn? Ich wollte die abwählen. So. So, das ist doch der Bereich hier. Ja, genau. Könnte man sagen, irgendwo mittig vielleicht? Hier sind auch alles ganz schöne Baracken. Weil Wohngebäude würde ich dann halt größere nehmen, ne? Das ist klar. Wie viel würden denn überhaupt in so ein. Das ist ja schon wichtig auch zu wissen. Schutzraum. Wie viel würden jetzt hier reinpassen? 96. 122. Selbst hier 46. Gut, gut, gut. Sehr gut. Ja. Ich vermisse auch so einiges. Wenn das mal zusammengehört. Ich weiß nicht, ob ich das Hauptquartier eher mittig gerne hätte. Ja, irgendwie schon, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das hier würde ich einfach nehmen. Das sieht irgendwie ganz cool dafür aus. Weil die will ich nicht haben, die sind zu klein. Wir brauchen ja auch zwischendrin ein bisschen Platz. Es kann ja nicht so eng auf eng alles bleiben. Und hier, das könnte man schön als erstes Wohnhaus noch nehmen, zum Beispiel. Oder vielleicht direkt so eins hier. Ich glaube, das hier nehmen wir als Hauptquartier. Das gefällt mir dafür irgendwie. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Zombies auch leere Gebäude angreifen. Ich glaube nicht. Was würde uns das hier kosten? Sollen wir das einfach mal probieren? Wenn ich das jetzt hier anklicke, das ist auch gar nicht so teuer. Andererseits, wie viel haben wir jetzt hier so von den ganzen Sachen? Ja, doch schon ein bisschen was, ne? Ich würde sagen, wir machen das einfach. So, seid ihr fertig? Ja. Und da wir ja dann hier diesen Bereich haben wollen, dann müssen wir hier auch erstmal alles absuchen. Ihr habt ein bisschen Sprit gefunden. Ja, dann kommt mit hier rüber. Wir arbeiten jetzt diesen Bereich hier erstmal ab. So, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. So, ihr könnt erstmal zurück. Also manchmal fahren die zurück, manchmal nicht. Sobald man irgendwie einmal selbst eingreift, tun sie das, glaube ich, nicht mehr. Fahrt mal hier hin. So. Ah, endlich wenigstens mal eine Pistole. Ist doch schön. Geht er jetzt hier rein? Okay. Ist es bewölkt so sehr? Also laut dem hier oben ja nicht. Wieso können die jetzt hier rumlaufen? Alter Schwede, die machen mir aber ganz schön Angst. Nee. Jetzt hätte ich dir gerne noch drin. Ah, aber die haben Werkzeug gefunden. Was macht. Geh mal hier hin.
Beeilt euch! Aber die holen die, glaube ich, nicht ein, oder? Aber die sind ein bisschen schneller. Oh Mann, beeilt euch! Was ist denn... Ach so, das sind die... Werden die eigentlich angegriffen? Das ist auch so eine Frage. Das, ich glaube nicht. Bis jetzt kam es mir zumindest so... Ah! Nein, nein, ich will die jetzt nicht verlieren. Das wäre sehr tragisch. Ja, schießt! Schießt! Alter, die sterben. Boah, gerade so geschafft. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Greift mal das Gebäude an, das will ich eh nicht. Also ich merke von neuem Balancing überhaupt nichts. Ist ja noch schlimmer geworden. Was ist denn hier eigentlich jetzt wieder das Problem? Ach so, keine Arbeiter. Sir, wir haben etwas Interessantes in der Nähe des... Alter, pausier mal! Wir haben dieses Versteck gefunden, das wir gerade geräumt haben. Eine solarbetriebene Überwachungskamera, die noch funktioniert. Könnte jemand diesen Ort noch im Auge haben? Hallo sagen oder es zerstören? Das sind ja wieder zwei Auswahlmöglichkeiten vom Feinsten, ey. Ja, hallo sagen, einfach gehen, würde ich sagen. Aber irgendwie hallo sagen? Könnte jemand diesen Ort noch... Boah. Vor allen Dingen, wer, wo, wie? Wir haben doch unsere Leute alle zurückgeholt. Ey, ich hab doch gar nichts... Ja. Dann sei es so. Und, schafft ihr das? Bitte? Haben die hier alle überlebt? Gerade so. Ja, dann müssen wir jetzt mit denen los. Nee, mit denen hier los. Aber wieso konnten die jetzt laufen? Draußen. Die haben ja gesagt, es können wohl ein paar auch in Sonnenlicht laufen, aber jetzt auf einmal alle, oder wie? Also so richtig habe ich das jetzt nicht verstanden. Ich denke mir einfach nichts dabei. Also richtig bewölkt war es ja nicht jetzt, ja, jetzt regnet es auch, aber eben sah das irgendwie nicht so aus, keine Ahnung. So. Also ich habe ja so das Gefühl, dass alles, was so über Funk reinkommt und da irgendjemand was zu sagen hat oder irgendwie was will, dass das alles Ärsche sind. Ich glaube, da sollten wir immer eher vom Schlimmsten ausgehen. Ich habe so das Gefühl, dass das alles, dass die uns alle nicht gut oder freundlich gesinnt sind. So, hierhin. Fahrzeugzustand. Wieso hat das so gelitten? Das hatten wir doch eigentlich repariert. Wahrscheinlich jetzt gerade. Stand ja dort an dem Gebäude. So. Wir sammeln fleißig. Und leere Gebäude greifen die anscheinend nicht an, was ja schon mal gut ist. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Waffen. Weil wir brauchen dann auch mehr Türme und so. Das ist ja alles noch... Ist ja eigentlich noch gar nichts, was wir so haben, ne? So, seid ihr... Nee, aber ihr seid bestimmt schneller fertig, ja. Ah, das sind deren Ränge. Das sind deren Ränge, oder? Mit Sicherheit, die steigen im Rang auf. Je nachdem, wie viele Zombies die gekillt haben. Und da die das Sturmgewehr hat, hat die halt einfach mehr gekillt. Oder? Kann das sein? Ah, nichts gefunden. Nächste. Oh. Ihr müsst zurück. Wieso machen die das jetzt nicht mehr automatisch? Boah, die guckt aber auch ganz schön grimmig. Gut, der würde ich aber, der würde ich auch aus dem Weg gehen. So. Aber Wetter habe ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, das hört sich echt geil an. So gerade mit guten Kopfhörern. Oder überhaupt mit Kopfhörern ist schon nicht schlecht. Ja, über Heimkinosysteme sicher auch, aber viele
Ich ja auch, gucke ja auch oft einfach nur über Fernsehlautsprecher, da hört sich das dann natürlich nicht ganz so geil an. So, macht ihr jetzt mal und findet ihr mal jetzt irgendwie etwas? Das kann doch, es ist doch wirklich auffallend, dass die großen Gebäude im Verhältnis zu den kleinen viel weniger abwerfen. Und das hier dauert ja übel lange. Hier unten? Aha. Die gehen in diese Richtung. Geht mal hier rein. Hier auch. Die können halt schwimmen. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Aber finde ich irgendwie auch ganz cool. Ja, aber die schaffen die ja. Die schaffen die. Das ist ja gar kein Problem. So. Oh, da kommen aber noch mehr. Ach du Scheiße, Pause. Erstmal die hier. Wo laufen die jetzt lang? Ah, die wollen hier reingehen. Ich glaube, dann besser so. Und die hier rein. Hier müssen wir ja fast die hier auch zurückholen, oder? Die haben ein Werkzeug gefunden. Das ist cool. Wir holen die mal lieber zurück. Ich muss mal aber weitermachen, sonst manchmal bewegen die sich sonst nicht. Jetzt greifen die das Gebäude an. Nee, doch nicht. Ah, Mann! Dann geht rein da. Wieso macht der Turm jetzt aber wieder nichts? Also das werde ich, glaube ich, in nächster Zeit nicht verstehen. Hä? Warum macht der Turm jetzt nichts? Der hat doch eben auch funktioniert. Ja, dann ist er jetzt verloren. Ich kann es nicht ändern. Was macht ihr denn hier unten? Da habe ich euch doch auch nicht hingeschickt. Weg! Ja, dann fahrt einmal von mir aus durch. Also irgendwie... Warte mal, ich wollte den reparieren und deswegen... Kann, ach, jetzt ist er... Das, wenn man den reparieren will, dann schießt er nicht mehr. Dann muss ich das abbrechen. Kann ich das reparieren, abbrechen? Nö. Ich raff's nicht. Oder müssen da doch Leute drin sein? Ich versteh's. Also was das angeht, versteh's leider wirklich nicht. Die wollen da vorne reingehen, das ist scheiße. Eine Trophäe, kill them all. Kill 1000. Wir haben schon 1000 getötet? Echt? Oh Mann. Heftig, was hier abgeht schon wieder. Das muss repariert werden. Oh, 11! 11 mal Metall geht jetzt drauf. Was ist das denn jetzt? Ich raff das ehrlich gesagt mit den Türmen nicht so richtig. Da war auch wieder auf einmal die Pistole ausgewählt. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich baue jetzt hier auch keinen neuen Turm. Dann machen wir das jetzt anders. Dann geben wir hier auch einer Person... Ach Quatsch. Ah doch, die müssen da drin sein. Sorry. Dann geht erstmal alle hier rein. Müssen ja trotzdem die Ruhe bewahren. Die sind auch sehr angeschlagen. Geben jetzt hier... So. Hä, wo sind denn die beiden? Muss ich die aufheben? Ja, das kann ich immer noch reparieren. Okay. Nö. Das machen wir nicht. Hol dir das. Dann hast du jetzt auch eins. Dann haben wir jetzt überall eins. Und das eine lassen wir erstmal als Reserve, würde ich sagen. Bring das hier rein.
So, jetzt warten wir einfach mal, bis es hell wird. Sind noch alle schwer beschäftigt. Aber mit dem Turm, das ist wirklich suspekt. So richtig verstehe ich das nicht. Der hat doch vorher noch geschossen. Und Munition haben wir ja mehr als genug. Wir könnten stattdessen dann, aber da sammeln wir jetzt auch weiter, dass wir da oben dann direkt, wenn es nur Pistolentürme sind, Hauptsache wir erstmal Türme, dass wir da welche hinbauen können. Ist ja immer noch besser als nichts. Ziehen wir auch. Ja, dann jetzt ran an den Speck. Dass wir da auch dann schnell eine Palisade so einseitig immer erstmal ziehen und so den Haupteingang und dann auf die Ecken schon mal ein Türmchen irgendwie so. Das wird schon. Hoffe ich. So, wir haben hier wieder Forschungspunkte. Was können wir denn hier? Medizinische Versorgung. Auch nicht schlecht. Wir sollen ja die ganze Zeit das hier machen. Grundlegende Antenne. Sollen wir das vielleicht lieber machen? Es gibt hier so viele andere schöne Sachen. Das hatten wir ja, ne? Ja. Andererseits, wenn ich das mache, stressen die mich doch gleich wieder mit dem nächsten. Aber dann kriegen wir was. Es geht darum, dass wir dann die Warnung halt wahrscheinlich bekommen. Heute ist es zu bewölkt. Besser drin bleiben. Die können heute wieder draußen rumrennen. Vermute ich mal. Aber wir machen das jetzt, glaube ich, trotzdem. Machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht ist das ja auch wichtig, dass irgendwie quasi die Story mehr oder weniger oder vielleicht passiert da daraufhin irgendwas. Wer weiß. So. Repariert bitte das Auto. Ah, da sind wieder. Kann ich hier Leute abziehen? So. Geht ihr jetzt dann automatisch bitte zum Auto? Warum nicht? Ja. Nein. Ich raff's nicht. Also das muss ich dann automatisch manuell noch zuweisen. Ich dachte, die zwei gehen dann jetzt wenigstens automatisch dahin. So, jetzt machen wir mal kurz ein bisschen schneller, damit wir hier wieder los können. Oh Junge, das dauert aber auch ganz schön lange. Ich will los. Die bleiben hier. Die sind topfit. Ah, ich glaube, heute gehen wir erstmal bloß mit denen hier los. Kein Bock jetzt wieder Leute zu verlieren. Das dauert aber auch wirklich lange. Wir lassen das mal ganz schnell laufen. Das gute Metall. Aber was kommt jetzt wieder? Ach so, wir haben die Forschung abgeschlossen. Machen wir Pause. Jetzt sind wir bereit, eine Antenne zu bauen. Sobald sie funktionsfähig ist, können wir über weitere Strecken Nachrichten senden und empfangen. Okay, bauen wir hier nicht mehr? Wäre ja Quatsch. Nö, jetzt nicht. Tierzucht, eine Scheune bauen, Fleisch produzieren. Ja, machen wir alles. Nach und nach. Wir müssen jetzt erstmal demnächst umziehen. Könnt ihr jetzt bitte das Auto fertigstellen? Na los. So, wie sieht denn das hier überhaupt aus? Noch bringen die hier gar nichts hin. Weil die ja noch alle beschäftigt sind. Schau, obwohl jetzt sind zwei wieder frei. Müssen wir vielleicht auch manuell zuteilen, weil. Oh, hier ist noch eine Pistole drin. Weil das vielleicht so weit weg ist. Ich weiß es nicht. Machen wir das mal? Obwohl, ne, die bringen die Sachen schon hin, aber das dauert halt, ne? Hier, der läuft jetzt bestimmt auch dahin. Ne, der ist arbeitslos. Ja, aber dann verstehe ich erst recht nicht, wieso der nichts hinbringt. Ah. Sir, wir befinden uns in einem Gebäude voller Infizierter und sie haben uns den Fluchtweg abgeschnitten. Wir haben uns im Keller verbarrikadiert, kommen jetzt aber nicht mehr raus. Kannst du einen Trupp schicken, um sie zu bekämpfen und uns zu helfen? Ja, natürlich, na klar. Was ist das denn für eine Frage? Pause. Scheiße, jetzt haben wir nur kein Auto, um dort schnell hinzukommen. Die sind relativ fit. Junge, Junge. Hier geht's ja echt runter und drüber, ne? Macht ihr das jetzt?
Warum nicht? Wieso kann ich das nicht als Ziel hier anklicken? Dann klicke ich halt das Gebäude an, so. Was macht er denn da? Steht der Schmiere? Hä? Schade, dass man nicht näher ran kann, ehrlich. Wir können mal ganz kurz gucken, was passiert hier noch irgendwie was oder nicht? Und wieso kann ich hier noch auf Reparieren drücken? Sollen wir hier mal drauf drücken? Ich drücke da jetzt drauf. Ach, das war quasi fertig, aber es muss noch repariert werden. Ich habe keine Ahnung. Bauzustand. Ja, okay. Bitte was? Ja, das war ja klar. Was ist denn los? Jetzt schießt er von hier draußen auf einmal. Jetzt können die denen helfen? Das war's. Hat geklappt. Meine Güte. Ja, wenn ihr jetzt schon einmal hier seid, ich wollte das zwar eigentlich nicht. Weißt du was, wir schicken die jetzt gemeinsam da rein. Falls nochmal so... Obwohl, da sind die beide futsch. Aber das wird ja jetzt nicht nochmal direkt passieren, oder? Geht das dann schneller? Ja. Ich will, dass das hier gemacht wird. Mach doch mal was. So. Ah, Werkzeug, gut. So. So, und danach machen wir hier die Reihe zu Ende. Das hier und als letztes das große. Und das ist auch noch das Ziel, das, was ich heute auf jeden Fall schaffen möchte, gerne. Ja, aber wohl, bist du voll? Dann gut. Du kannst zum Auto erstmal gehen, ganz genau. Aber, ach, hier ist noch, ja, wir machen jetzt hier weiter. Ne, hier ist noch eine Konserve. Ah ja, die können wir jetzt erstmal lassen. Also im Nachhinein, bin ich ehrlich, hätten wir vielleicht auf leicht anfangen sollen, aber man kann das vorher schon mal schlecht einschätzen. Also in der Regel bisher fährst du ja mit einem normalen Schwierigkeitsgrad immer ganz gut. Aber, ja. Ist jetzt halt wie es ist, ne? Wir bereiten uns jetzt einfach darauf vor, demnächst umzuziehen und deswegen... Operator. Haut rein, Jungs und Mädels. Wir müssen noch ordentlich Sachen sammeln. Ihr könnt jetzt hier rein. So. Metall wird noch ein bisschen abgebaut. Da waren eben wieder Arbeiter frei. Das versuche ich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Holz ist mittlerweile relativ gut. Was, ja, was heißt, was ist am Ende gut? Ne? Das eine Gebäude, was waren das? 90 alleine. Aber ja, aller Anfang ist schwer und wir brauchen halt Materialien. Sobald es gleich hell wird, müssen wir auch mal schauen, was sie so veranstalten. Achso, die sind ja fertig, ne? Ja, ihr könnt das Kleine hier noch machen. So. Da findet ihr bestimmt eh nicht viel und dann passt das ja auch noch. Dann könnt ihr einmal nämlich zurück, weil das Auto ist fast voll. Zwei Plätze und ihr habt aber noch alles frei. Ja, das passt. So, und ihr könnt dann die eine Konserve von mir aus noch holen hier. Okay, dann geht ihr jetzt hier rein. Ihr fahrt... Ah, noch eine Pistole und noch ein Werkzeug. Haben sie da wahrscheinlich auch ein bisschen was dran gedreht? Das habe ich jetzt speziell nicht gelesen. Da ging es wohl hauptsächlich um Nahrungsmittel in dem Update, aber offensichtlich... Also, wir haben gestern und vorgestern nie in einem Gebäude oder in zwei, dreien hintereinander so oft Werkzeug. Das war jetzt das zweite oder dritte Werkzeug schon. Aber ist ja gut. Umso besser.
Macht vieles leichter. Ach so, ihr kommt jetzt auch einmal zurück. Ihr könnt ja noch hier rangehen. Das Gute ist ja, wir kriegen ja hier das auch zurück. Ja. Also da können wir dann auch relativ schön ohne Probleme auf... Also der zeitliche Aspekt, ja. Aber wir müssen dann nicht unendlich viele Ressourcen noch sammeln, weil... Das finde ich aber gut. Es ist auch, glaube ich, wirklich 1:1 das, was wir reingesteckt haben. Du machst also keinen Verlust. So, ihr könnt aber jetzt... Gerne, welcher... Nee, ihr seid nicht ganz so verletzt, verwundet. Ihr geht jetzt hier in das letzte, etwas größere Gebäude. Und die schicken wir... Nee, die schicken wir jetzt nicht dahin, oder? Die könnten vielleicht hier nochmal irgendwie rein. Dann sind die immer noch relativ nah beieinander. Ich will mal diesen Bereich hier auch noch komplett weg haben. So. Jetzt gleich 6 Uhr. Dann schauen wir mal, was hier passiert. Und ob da was passiert. Ich habe die jetzt zugewiesen ja auch noch. 14 immerhin. Mehr haben wir im Moment nicht. Die sollen ja trotz allem weiterhin auch noch Holz hacken und so weiter. Das ist aber... Das hört sich irgendwie unhöflich an. Ist ja auch fast fertig. Guck mal, dann macht ihr jetzt hier die drei Bäume erstmal noch. Ich darf das halt nicht... Ganz so viel darf ich nicht machen, weil... Das bringt nichts. Wir haben eh nicht genug Leute. So, Metall und noch Ziegel irgendwo. Ist hier noch irgendwo ein... Es gibt so Ziegelhaufen, aber die haben wir hier nicht. Ne. Könnten ja auch noch irgendein Gebäude abreißen. Ich glaube, dass das insgesamt sogar immer ziemlich ergiebig ist und relativ schnell geht. Weil irgendwann ist die Karte auch so leer. Ich weiß nicht, soll man das machen? Das sieht sogar noch relativ schön aus. Das lassen wir stehen. Nee, wir lassen das. Ich will jetzt erstmal wissen, was hier passiert. Ja, es passiert auf jeden Fall etwas. Clear. Hä? Ach! Okay. 50% und nur eine Dose. Ich sag ja, die großen Gebäude lohnen sich irgendwie nicht. Ach, das waren die. Was habt ihr gefunden? Schade. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben schon wieder 4 Pistolen jetzt. Immerhin. Ihr sammelt jetzt hier noch so lange, bis ihr auf einmal voll seid. Dann fahren wir zurück. Das könnte sogar sein, dass das heute noch fertig wird. Das ist das, was wir haben und wir brauchen nur 12. Also das hält sich ja echt noch in Grenzen. Hier können wir dann, wie gesagt, ringsherum erstmal Gebäude wegreißen. Also direkt die angrenzenden, die will ich weghaben. Ist mir zu unübersichtlich. Ja, ich will natürlich auch nicht zu viele wegreißen, ist auch klar. Aber das wird dann sonst auch ein bisschen unübersichtlich. Und das soll ja auch nicht so eng auf eng sein. Nichts weiter gefunden. Ja, jetzt noch eine zweite Dose. Tja. Die haben in dem kleinen Gebäude so viel gefunden, dass sie sogar noch ein zweites Mal dahin müssen. Rein da. Jetzt hier rein. Und ihr geht jetzt noch hier rein. Aber hier ist noch ein kleines, okay. Ist fertig. Oh, jetzt haben sie auch nicht mehr die weiten Wege. Das ist natürlich... Ach, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht gehabt. Das ist jetzt ein positiver Nebeneffekt. Dann macht man das hier noch. Aber nicht die ganze Zeit schnell laufen lassen, das ist auch nicht gut. Eingehende Übertragung mal wieder. Wir machen mal Pause. Chef, wir haben ein paar Leichen gefunden. Das müssen die Plünderer gewesen sein. Die Infizierten haben sie erwischt. Aber sie haben ein paar Waffen und Munition zurückgelassen.
die Plünderer? Meint er die vom letzten Mal? Die haben wir doch umgebracht. Ja, unser Glückstag halt. Keine Ahnung, was willst du da noch sagen in so einer Situation? So ist es halt. Ob sie es verdient haben oder nicht, ist mir gerade egal. Lucky us. Aber was haben sie... Wo? Habt ihr... Operator. Die waren das anscheinend. Zwei Pistolen. Und ihr habt wieder... 86% und nichts gefunden. Ja, da bringt das doch weg. Da sind sogar noch zwei Pistolen. Vier Pistolen insgesamt. Ja, cool. Warum macht man das ganz kleine hier? Was? Nicht geplündert ist. Ach so. Holt mal schnell den Rest. So. Macht sich doch irgendwie ganz gut als Hauptgebäude, finde ich. Weiß ich nicht. Geht jetzt noch hier rein. Hier geht noch. Hä? Das ist immer noch da. Ach, okay, war noch nicht fertig, sorry. So, das ist das letzte hier jetzt erstmal. Ihr seid voll. Ihr findet viel Essen. Ist jetzt auch nicht. Wo denn? Ist doch gar nichts. Manchmal ist es echt Fehlalarm irgendwie. Das noch und dann ist hier auch Schluss. Und ihr geht jetzt hier rein. Das lief ganz gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch wieder freie Arbeiter. Dadurch, dass ja das Gebäude fertiggestellt ist. Die machen ja im Moment eh nichts, weil es Nacht ist, aber... dran denken, dass wir die gleich nicht vergessen. Die müssen weiter sammeln. So, dann rein. Also, ihr habt gar nichts gefunden? Enttäuschend. Ja, dann müsst ihr jetzt noch einmal hier rein, das geht so nicht. Schon besser. So, dann bringt ihr das auch hier hin. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal in die Übersicht. Wir haben 83 Holz, 73 und 74 davon. Okay. Das heißt, Holz wird noch gefällt, Metall wird auch noch ein bisschen gesammelt. Dann könnten wir hier oben noch einen Abriss in Auftrag geben. Wo denn jetzt? Da. Ja, die kommen jetzt auch natürlich in unsere Richtung, oder was? Komm, haut mal ab. Ich weiß nicht, die ganz großen Gebäude... Boah, bitte jetzt doch nicht auf einmal. Das sind wieder dieselben. Los. Das packt ihr ja wohl, oder? Natürlich. Gut. Ruhe. Ach nee, das kann ich ja an dem Gebäude anwählen. Hier, das muss weg. Ist viel zu groß. Was willst du da reinmachen? Klar, später brauchst du Platz, aber jetzt am Anfang brauchen wir hier vor Ort auch noch viele Ressourcen. Guck mal, was das gibt. Weg damit. Und das auch. Da haben wir hier erstmal ordentlich Platz auch. Man muss ja so sagen, es kommen ja natürlich in viele Gebäude auch Dinge rein. Aber man muss sich ja hier drin auch ein bisschen bewegen können.
Das ist ja eng an eng, das geht ja nicht. Hier, die kommen auch weg. Und dann suchen wir uns als nächstes ein schönes Wohngebäude. Und da bietet sich eigentlich schon das hier gut an, ne? Alter. Ja, das könnt ihr ja zerstören, aber die anderen doch nicht. Alter, stellen die sich dumm an. Naja, hat's zwei erwischt. Ist halt jetzt so. Ärgert mich ehrlich gesagt, aber... Hey, was macht ihr denn? Nee, ich... Jetzt hocken die hier alle drinnen. So, das war jetzt noch ein bisschen schade, aber ja, keine Ahnung. Nee, ich will da... Also, ehrlich mal jetzt, manchmal ist es sehr unübersichtlich und komisch formuliert. Was soll denn das? Und wieso kann ich hier nicht auf... Verstehe ich nicht. Hinzufügen. Austausch. Kann man hier nicht hinzufügen? Ich will hier einfach wieder Leute dazu haben. Also. Auffüllen. Vor allem was? Auffüllen? Hier ist doch und was? Ich raff's nicht. Muss man Austausch irgendwie... Aber ich kann doch hier keine Leute wählen. Ich verstehe es nicht. Am besten lösen wir das einfach auf und machen ein neues. Ich glaube, das ist leichter. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe es, glaube ich, gerade gecheckt. Geht mal hier rüber. Die müssen dafür ja da drinnen sein, glaube ich. So, jetzt aber Pause, bitte. Kann ich jetzt... Aufteilen? Austausch. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Dann lösen wir das auf und machen ein neues. Ärgerlich wegen den zwei Erfahrungsbalken. Also die hatten ja jeder einen Erfahrungsbalken, aber... Das war Squad 2, ne? Glaube ich. Da sind die jetzt aber wieder mit dabei. Okay, immerhin. Die haben jetzt zweimal Sturmgewehr. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber finde ich jetzt auch nicht super schlimm. Aber das muss doch anders gehen. Das zum Beispiel wäre mal hilfreich, wenn das Spiel sowas ein bisschen besser erklären würde, muss ich sagen. Klar kann man sowas auch googeln, aber ich finde, das sollte nicht Sinn und Zweck sein, dass man das nachlesen muss. Es ist halt irgendwie von der Menüführung und vom, ja, von der Steuerung teilweise sehr, sehr umständlich, habe ich so den Eindruck. Also ich empfinde das zumindest so. Gut, ich würde sagen, das war's aber für heute oder für jetzt. Weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Folge direkt mache. Auf jeden Fall lief das ganz gut. Wir haben hier schon mal das neue Hauptquartier. Wir reißen jetzt hier noch diese zwei Gebäude erstmal weg. Dann haben wir auch ganz schön viele Ressourcen. Dann werden wir gucken, was wir als Lager nehmen. Kann man hier auch vielleicht zwei nehmen oder so. Weiß nicht, das hier vielleicht sieht irgendwie ganz gut aus für ein Lager. Schauen wir mal. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall als Wohnblock hier quasi. Da passen wenigstens ordentlich Leute rein. Was es kosten würde, das will ich jetzt gerade gar nicht wissen. Das sollte aber dann passen, wenn wir die beiden abgerissen haben. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin eine schöne Zeit. Habt euch wohl. Und ja, ciao, ciao.